Herzlich willkommen in St. Gallen. Mein Name ist Markus Gemperle. Sie sind jetzt bei der Helvetia. Ich bin der CEO Europa. Das betrifft vor allem die Ländermärkte rund um die Schweiz, sondern um Spanien. Und damit natürlich ziemlich viel unterwegs. Sie nutzen den Boardroom von Schöpeni. Was sind so die Vorteile, die das Tool mit sich bringt? Aber ich finde es cool, dass man relativ aktuell immer unterwegs sein kann. Also natürlich braucht es ab und zu ein Update, das ist klar, aber man kann es mitnehmen, bei vielen Flügen unterwegs, damit habe ich immer alle aktuellen Informationen bei mir, kann mich vorbereiten, im Flügel, wenn ich wieder am neuen Ort bin, ein Update machen und alles ist wieder aktuell. Es ist gut strukturiert, any device, also wenn man viel unterwegs ist, hat man nicht immer das Gleiche dabei. Es funktioniert beim Handy, es funktioniert im iPad und PC, das ist eigentlich komplett egal. Wir setzen sie in der Konzernleitung und wir setzen sie im Verwaltungsrat. Je nachdem, wie der Sitzungsrhythmus ist, dort, ist man dran. Es gibt natürlich auch relativ viel Vorbereitungsarbeit, die man mit dem macht. Aber es ist sicher im Schnitt täglich, bin ich sicher dran. Ja, in der Regel ist es ja so, dass man in einem Meeting irgendetwas braucht, das man irgendwann schon mal erzählt hat oder irgendeine Information schon mal reingestellt hat oder so. Und so ist es natürlich perfekt, dass man halt beim entsprechenden Meeting erst mal schaut, was hat er gesagt, was war die Information, ein Update geben und wenn man das nicht hat oder nicht immer aktuell hat, dann ist es natürlich schwierig, um dann gerade in der Sitzung auszukommen. Also das hilft natürlich sehr. Wenn man jetzt vom Login redet auf die Plattform, jetzt mit Soundproof, wie erleben Sie das? Also ganz offen habe ich am Anfang gedacht, das tut nicht, weil es ist so easy gegangen, ich gar nicht machen müssen, es ist einfach wie automatisch gegangen. Aber Gott sei Dank hat es nicht gedacht, weil es nämlich in einem Meeting war, wo ich es erstmal wirklich eingesetzt habe. Man muss nichts machen, man meldet sich an und eigentlich ist man sofort sicher drin. Also total problemlos, ich habe nie ein Problem gehabt mit dem. Was mich erstaunt hat, am Anfang musste ich zuerst unseren CIO fragen, wie überhaupt der Dienter funktioniert und ob ich etwas falsch mache. Es war fast zu einfach für mich.